Hallo, ich bin Ulrike Groß, die Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart. Ich stehe in den Sammlungsräumen des Museums und möchte heute wieder drei Künstlerinnen vorstellen, die wir in den letzten Jahren angekauft haben. Corinne Wasmuth ist eine deutsche Malerin, die 1964 in Dortmund geboren wurde und heute in Berlin lebt. Mit ihren detailreichen, virtuos gemalten Bildern nimmt sie eine Gegenposition zu der in den 1980er Jahren aufkommenden exzessiv-figurativen Malerei ein. Zitat: Die anfängliche Genauigkeit war eine Reaktion auf die Kunst der 80er Jahre. Das Gestische habe ich verachtet. Ich war Anti-Klecks, lautet eine programmatische Ansage der Künstlerin Corinne Wasmuth aus dem Jahr 2009. Corinne Wasmuth bedient sich der Technik der Lasurmalerei, bei der die Farben schichtweise auf Holz aufgetragen werden und der Malerei eine vibrierende Farbigkeit, Transparenz und Leichtigkeit verleihen. Diese aufwendige Malweise hat zur Folge, dass in der Regel nur wenige Arbeiten im Jahr das Atelier verlassen. Grundlage ihrer kaleidoskopartigen Kompositionen ist ein subjektives, nach Themen und Motiven gegliedertes Bildarchiv. Zunächst sammelte Wasmuth Vorlagen aus Zeitschriften und Printmedien. Inzwischen verwendet sie eigene Fotos, die sie seit 2001 am Computer zu Kompositionsvorlagen kollagiert. Wasmuths Bildthemen sind vielfach Durchgangsorte, wie Flughäfen oder Einkaufszentren, in denen entgegengesetzte Zustände gleichzeitig vorzufinden sind, beispielsweise das Warten oder das Vorübereilen von Passanten. Durch das Übereinanderschieben von Strukturen und Perspektiven entsteht eine eigene Bildrealität. Auf diese Weise bringt die Künstlerin die Simultanität verschiedener Zeitebenen in ihrer Malerei zur Deckung. Wasmuths Gemälde sind Ausdruck einer globalisierten, entpersönlichten Wirklichkeit und verweisen auf eine Gegenwart, die von Bilderfluten dominiert ist. Die Entscheidung für das große Format verhindert ein sofortiges Erfassen sämtlicher Bildinformationen. Unsere Augen müssen die Oberfläche Stück für Stück abscannen. Katinka Bock wurde 1976 in Frankfurt geboren und lebt heute in Paris. Die Arbeit Roman Corner ist eine ihrer sogenannten Tischskulpturen, die Pflege und Zuwendung bedürfen wie ein Lebewesen. Der Titel beschreibt zum einen die Raumarchitektur, Corner, zum anderen lehnt er sich an die Ruinen der ewigen Stadt Rom an. Bei dem Werk wird ein Filzhut regelmäßig, nämlich einmal täglich, gegossen. Konkret wird er mit einem kleinen Glas Leitungswasser gefüllt. Das Wasser fließt aus dem undichten Filzhut, der umgedreht als Gefäß zwischen Keramik und Wand steht und sickert unter dem Rand der Keramik hervor. Es bildet sich ein feuchtes Milieu, das im Laufe des Tages trocknet und auf der rohen Tischplatte einen Wasserfleck hinterlässt. Der Wasserfleck wächst täglich wie eine Zeichnung und die Arbeit verändert sich. Die Platte liegt auf einem Metallgestell mit der schmalen Seite an der Wand. Sie ist durch zwei Geldstücke, die auf der Wandseite auf dem Metall liegen, in einer leichten Schräge gehalten, sodass das Wasser Richtung Tischmitte fließt. Katinka Bock visualisiert in ihren Werken Prozesse und zeitliche Abläufe. Sie verwendet dafür häufig Materialien wie ungebrannten Ton, Wasser, Sand oder Holz. Sarah Morris, 1967 geboren, ist eine britische Filmemacherin und Künstlerin. Sie lebt in New York und London. Im Jahr 2016 realisierte sie in der Elbphilharmonie in Hamburg den Film Finite and Infinite Games. Das Gemälde Equalizer Soundgraphs von 2017 gehört zu einer Bildserie geometrischer Malerei, die im Rahmen der Filmarbeiten entstanden ist und auf der Visualisierung von Sprache basiert, in diesem Fall der Stimme von Alexander Kluge. Die Tonspur des Films wurde von Morris in ein Computerprogramm eingespielt.
Die sich daraus ergebenden Koordinaten dienten der Künstlerin als Grundlage für die Komposition des Gemäldes. So hat sie auditive zu visuellen Signalen auf Leinwand verarbeitet. Morris verwendet ausgewählte, leuchtende Industrielacke, die sie auf die Leinwand aufträgt, und sie arbeitet mit Schwarz-Weiß-Kontrasten. Equalizer erinnert formal zum einen an ein Balkendiagramm mit seinem gleichmäßigen Raster, das sich über die gesamte Bildfläche erstreckt, und zum anderen an einen musikalischen Rhythmus. Es gibt noch ein weiteres Gemälde von Sarah Morris in unserer Sammlung. Black Aunt, Origami, wurde von den Freunden des Kunstmuseums Stuttgart angekauft und assoziiert eine plastische Form, die Kunst des Papierfaltens. Die Aufteilung der Fläche durch orange Linien entspricht Knick- und Falzlinien, wie sie für Origami üblich ist. Würde man das Bild auf eine bestimmte Weise entlang der Linien knickend falten, entstünde ein Tier. Es ist eine gedankliche Brücke, die Sarah Morris hier zwischen flacher Malerei und dreidimensionaler Plastik baut. Da die Linien und Flächen das Ergebnis nicht preisgeben, bedarf es unserer Vorstellungskraft.